heute kochen wir Linsenspirelli mit Pilzcreme und Erbsen-Brokkoli-Gemüse. Ja. Ja, vielleicht müssen wir noch sagen, was wir hier eigentlich machen, was das für eine Veranstaltung ist. Ja, wir kochen. Wir kochen? Unter welchem Label? Na, vegan. Das ist auch richtig, aber wie heißt die ganze Veranstaltung hier? Wir sind ganz genau. Herzlich willkommen, wir sind zurück. Ja, ihr wisst es, wir haben einen sogenannten Light-Lockdown oder wie auch immer man das nennt. Es ist November und wir kommen und bringen euch hoffentlich wieder ein paar Positive Vibrations nach Hause in die Kirche oder ins Esszimmer. Herzlich willkommen zum Rasterfechter Positive Vibrations Kitchen Club. Gesponsert bei und von der AOK, unserem Versorger Rewe Weiland, bei dem wir heute wieder eingekauft haben. Und natürlich sind wir absolut dankbar für die Chance, hier im Möbelhaus nebenan, in dieser wunderbaren Showküche, das Ganze durchführen zu können. Das ist nicht nur schön, sondern das ist auch notwendig, weil wir natürlich wieder sehr strikte Corona-Verordnungen haben. Deswegen können wir hier natürlich auf dieser breiten Kochinsel das Ganze so durchführen, wie wir es durchführen. Alles natürlich regelkonform. Sollten uns zu nahe kommen, der Michel und ich, Michel wird sich gleich noch ein bisschen genauer vorstellen für die, die ihn noch nicht kennen, dann haben wir natürlich unsere Maske am Start. Ja, Michael hat es ja schon gesagt, was wir heute machen. Wir haben eine kleine Pause eingelegt. Wir haben ja in der ersten Lockdown-Phase bis zum Sommer hin ganz toll hier für Furore gesorgt. Und ich bin mächtig begeistert immer noch, wie toll das angekommen ist. Ich dachte, ich mache das für ein paar Mannequins und so ein bisschen aus der Laune raus. Am Ende waren es teilweise bis zu 80 Leute, die live mitgekocht haben. Und wir hatten eine Reichweite weit über 100. Vielen, vielen Dank dafür und deswegen macht es mir auch umso mehr Spaß. Und da haben wir auch nicht lange überlegen müssen, was wir jetzt eigentlich wieder machen, um unseren Vereinsmitgliedern, um Rasterfechter herum, unseren Kooperationspartnern aus Osnabrück oder Quartenbrück, was in dieser schwierigen Zeit wieder bieten zu können, was auch alle mitmachen können, wenn sie denn wollen. Wir sind live auf YouTube. Wir posten und informieren im Vorhinein über unsere Einkaufsliste auf Instagram oder Facebook, beziehungsweise bei WhatsApp in unseren Teamgruppen. Also jeder, der will, kann hier mitmachen. Sollte jemand die Zeit nicht finden, das jetzt gerade, wo wir live sind, mitzumachen, besteht man die Möglichkeit, ab Donnerstag, spätestens Freitag, unser Video bei Rasterfechter im YouTube-Kanal nochmal abzurufen. Das nennt sich im Neudeutsch On Demand. So, ich glaube, ich kenne jeder. Mein Name ist Hanno Stein. Ich habe das Vergnügen, im 7. Jahr bei Rasterfechter Jugendkoordinator sein zu dürfen. Ich bin passionierter Hobbykoch und bei uns ist das Thema Ernährung, weil wir nun mal Leistungssport machen, in dem Fall Basketball, ist natürlich ganz, ganz weit hoch aufgehangen. Ja, wir kochen stets Gerichte, die lecker sind, aber auch natürlich sehr sportgerecht sind. Und auch das, was wir heute hier präsentieren, hat natürlich einen klaren Hintergedanken. So, bevor du dich noch ein bisschen genauer vorstellst, Nickel, sollten wir jetzt erstmal die ersten Schritte einleiten. Wir steigen zusammen ein. Thema Hülsenfrüchte heute, Thema vegetarisch-vegan, einfach mal als Alternative. Wir haben viel in der ersten Staffel über ja, fleischliches Protein, tierisches Protein gemacht. Jetzt wollen wir mal Alternativen präsentieren, nicht ausschließlich, aber heute. Da geht es nämlich darum, absolute Eiweiß-Proteinbomben für Sportler sind Hülsenfrüchte, wie beispielsweise Linsen, Erbsen und dergleichen Kichererbsen, und da haben wir heute eine sehr leckere und sehr schnelle und einfache Variante für euch am Start, die nicht zeitaufwendig ist, ihr werdet überrascht sein. Ja, ich würde sagen, wir starten erstmal. Was sind unsere ersten Schritte? Wir brauchen für den Brokkoli, den wir gleich blanchieren werden, also in Salzwasser für ca. 3 Minuten kochen werden, brauchen wir erstmal Salzwasser. Dann nehmt ihr einen entsprechenden Topf, hier haben wir den Brokkoli, den wunderschönen, heute bei Rewe Weiland gekauft. Dazu brauche ich jetzt erstmal mehr Salz. Ich mache mal die Maske auf, wenn ich jetzt da so um dich rumgreife. Ja, ich baue mir jetzt einfach mein Salzwasser hier zusammen. So, ganz einfach. So wie bei Pastawasser auch beispielsweise. Salzen heißt das Ganze auch ein bisschen würzen, das Ganze den Kochprozess beschleunigen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Michel, du machst dasselbe für die Linsenpasta. Du füllst erstmal den Topf ordentlich voll Wasser. Hier vor allen Dingen jetzt erstmal das Brokkoliwasser können wir sofort erhitzen, denn das Schneiden geht eigentlich relativ fix. So, ja, ich habe ja immer noch so mir immer gesagt, wir machen ja keine Kochsendung à la Tim Melzer, sondern wir machen hier natürlich ein Miteinander. Mir zugeschaltet neben euch bei YouTube und hoffentlich auch da im Chat, da werden wir gleich natürlich gerne alles beantworten, Fragen beantworten. Wir sind über Feedback dankbar. Wir haben natürlich hier wieder unsere Plattform. Dank unseres Sponsors, dem Lernheim, der für unsere Schüler- und Hausaufgabenbetreuung zuständig war, da haben wir wieder Microsoft Teams scharf gemacht. Und da sind sämtliche und viele Vereinsmitglieder
unter anderem aus unserer JBL, den Young Raster Dragons, aber auch aus der U12 und 14 und ich kann es gar nicht überblicken, wie viele dabei sind. Freut mich sehr. So, während ich hier quatsche, nochmal für den Brokkoli das Salzwasser hier an den Start bringen und zum Kochen bringen. So. Und wie viel soll jetzt rein? Ungefähr? Wie bitte? Wie viel soll jetzt ungefähr rein? Mach mal einen ordentlichen Schuss. Das reicht auch nicht. Genau. Ja, lass mal laufen. So langsam ist schon ganz gut. Ja? So, wir haben hier das Pasta-Wasser vorbereitet. Also, jetzt beispielsweise, das ist ja das Schöne bei uns. Wir machen einfache Gerichte, die auch variabel durchaus sind. Wer beispielsweise keine rote Linsenpasta gefunden hat, Kichererbsen, genauso gut. Ja? Zur Not auch Dinkelspirelli, wenn es auch tun. Oder Erbsen, Spirelli, Kelle. Darauf kommt es in dem Sinne, kommt es eigentlich bei dem Gericht nicht unbedingt an. So, Brokkoli. Das reicht jetzt erstmal von den Blättern. So, während mein Brokkoliwasser schon sehr, sehr schnell hochkocht, schneide ich den Brokkoli vom Stamm ab, habe die Blätter rausgeschnitten und baue mir erstmal kleinere, mundgerechte, sogenannte Brokkoli-Röschen. Die Blätter wollen wir abhaben. Ja, die sind nicht giftig, aber die brauchen wir in dem Fall für das Gericht jetzt nicht. So. Genau. Einfach die Röschen vom Stamm trennen. So. Wer will, kann sich Eiswasser zurecht machen. Wir können nämlich gleich den Kochprozess, um die Farbe optimal zu erhalten, könnte man den blanchierten Brokkoli dann in Eiswasser ablöschen, um den Kochprozess abrupt zu unterbrechen, damit die Farbe, die schöne grüne Farbe erhalten wird. Aber in diesem Gericht, was wir kochen, ja, ist das jetzt nicht so wichtig. Es ist so ein bisschen Perfektionismus, muss aber nicht unbedingt sein. Also man kann ja auch einfach zur Seite stellen und sagen, das spare ich nur mit dem Eiswasser. Ich als alter Perfektionist habe mir natürlich, kann mich ja hier nicht blamieren, habe mir natürlich Eiswasser vorbereitet, aber nochmal, das ist ein Prozess, das ist bei euch, ob ihr das tun wollt oder nicht. So, wenn wir jetzt so ein Röschen haben, das so ein bisschen zu groß ist, schneiden wir es so. Michel, was kannst du denn schon mal tun? Du kannst schon mal den Granatapfel vorbereiten. Optional, um so ein bisschen süße Säure reinzubringen und ja, so den Übergang von Spätsommer zu Herbst, zu Winter, kann man ja sagen, zu machen, haben wir gerade, wir machen einen Granatapfel-Topping später, um nochmal so eine fruchtige, süße Komponente. Ist optional. Man könnte beispielsweise auch Nüsse oben drauf packen, Cashews oder Erdnüsse oder so, passt ja auch wunderbar zur Mandelmus, da könnt ihr eurer Kreativität so ein bisschen freien Lauf lassen. Kein Problem. So, ne, in der Hälfte durchschneiden und der Granatapfel, der wird einfach mit einem Löffel aufgehört, weil was wir vom Apfel brauchen, sind einfach nur diese Kerne, okay? Die holst du raus und dafür hast du jeden Schuss. So, klasse. Und das ist der nächste Arbeitsschritt, wenn ihr mit euren Röschen soweit fertig seid. Vielleicht hat der eine oder andere ja Tiefkühlbrokkoli, das ist auch kein absolutes Vollverbrechen. Die Sachen sind teilweise schockgefrostet und gut eingefroren, Vitamine sind dann noch erhalten. Mein Brokkoliwasser kocht gerade hoch. Wunderbar. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit auf Microsoft Teams oder über den Chat. Ja, Freddy, vielleicht musst du nochmal, ja, hinter der Kamera, das ist auch übrigens kein Geheimnis, das möchte ich erwähnen, ist brav mit Maske und auf Abstand zu uns natürlich der Freddy Kreimer, unser ehemaliger FSJler. Ich habe alles versucht, aber es ist bei dem einen Haar geblieben. Freddy hat sich aber sensationellerweise bereit erklärt, hier im Kitchen Club weiter zu supporten. Vielen Dank dafür. Und das ist unser, wie hat Tina Brockhoff im letzten Jahr immer gesagt, Kamerakind. So, Brokkoli in Röschen bereitstellen. Salzwasser dafür kocht, Nudelwasser kocht. Deckel drauf auf Nudelwasser, beschleunigt den Kochprozess. Ja, du kannst auch die Boost-Funktion noch mal reinhämmern. Ne? Ja, das ist kein Problem. So, wir haben ja Zeit. Rote Linsen. Ich würde sagen, bei packungsgerecht kochen, die rote Linsenpasta, das wird bei uns zwischen 7 und 9 Minuten. Ich bin ja immer ein großer Aldente-Fan, der in der ersten Staffel des Kitchen Clubs aufgepasst hat, weiß ja, dass es darum geht, bissfeste Spaghetti noch zu haben und dann Pasta. Wir werden sie 5 Minuten kochen, also ein bisschen weniger, weil wir natürlich dann später noch die Spirelli mit der Soße vermengen, da wird noch ein bisschen reingegart. Also 5 bis 6, aber folgt eurer Packungsanweisung. Das ist ganz einfach, ja, und kein Problem. Also, wir haben Brokkoli Salzwasser aufgesetzt. Wir haben Salzwasser für die Linsenpasta aufgesetzt. Wir haben schon eine Pfanne bereitgestellt.
Und ja, Michel arbeitet am Topping. Ich fange schon mal an, während Michel das macht, hier mit Champignons. Ja. So, Champignons werden ganz einfach klein geschnitten, können wir euch zeigen. Ich habe leider nur Champignons gefunden heute. Das ist das, was Rewe Weiland hatte. Keine Kräuterseitlinge, keine Austernpilze. Ich wollte natürlich auffahren, war aber nicht da. Und ich habe mir gedacht, okay, ich nehme das, was da ist. Das ist ja auch ein bisschen unser Credo, regional und vor allen Dingen auch das, was der Supermarkt hergibt. Und jetzt nicht noch irgendwelche extra Würste und am besten noch mit dem Auto irgendwo hinfahren. So, Wasser kocht, sprudelt auf. Das ist wunderbar. Dann kann ich mich jetzt hier schon mal durchlegen mit meinen Brokkoli-Würstchen, die ich jetzt im Salzwasser für 3 Minuten circa blanchieren werde, damit die Bissfestigkeit bleibt. Ja. Ich hole mir derweilen, mache das noch ein bisschen drin, mein Eiswasser. Ja, ich habe nur Champignons gefunden, Braune, also arbeite ich heute nur mit rauen Champignons. Die können wir in Hust und Laune in mundgerechte Stücke schneiden. Ich schneide hier. Hallo? Ja? Sollen wir die Austernpilze waschen? Kommt immer darauf an, wo du sie her hast. Also man kann, sollte Pilze putzen bzw. waschen, ja. Aber am Ende des Tages zum Beispiel Champignons sollte man eher mit so einer Bürste ein bisschen putzen, weißt du? Das habe ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen vorbereitet und ich bin auch bei ja, Bioprodukten, wenn man solche hat, bin ich da ein bisschen schmerzfrei, ja. Musst du dir überlegen, ich weiß jetzt nicht, wo die herkommen, wo die herstammen, ja. Kann man machen, muss man nicht machen. So. Aber schön, dass ihr einige Pilze mehr habt. Man kann auch wunderbar mischen. Ne? Man kann Shiitake-Pilze nehmen, Kräuterseitlinge, Austernpilze, Champignons. Alles kein Problem. Wenn man etwas davon nicht hat, ist es euer. Denkt daran, dass der Brokkoli, wenn er frisch ist und nicht tiefgekühlt ist, selbst tiefgekühlt, da könnt ihr 3 Minuten einfach aufkochen. Das ist so ungefähr 3 Minuten Garzeit ausreichend. Ich hoffe, dass ich die Uhr nicht vergesse und im Blick habe. So. Für die Schneidtechnik erinnert euch an unsere Kralle, ne? An die Kralle. Ich kann sie noch mal vorbehalten. So, wir haben ja schon viel über Schnitttechniken gelernt, aber vielleicht sind Leute zum ersten Mal dabei. Hier mit dem Messerrücken sozusagen, mit dem Messerkamm oder Rücken hier an dem Finger. Nicht die Finger ausstrecken, sonst läuft man Gefahr, dass man seine Hand verkürzt. Das ist nicht so gut. Ne? So, jetzt ist es wieder so ein bisschen Schnibbelkram. Ich denke, ich habe noch 1 Minute und dann hole ich mir meinen Brokkoli raus. Stellen wir mal kurz das Eiswasser bereit. Also eigentlich kann man den Brokkoli rausstellen und einfach warm halten. Wer jetzt hier wirklich die Blanchier-Eismethode machen will, auch kein Problem. So, wenn ihr das natürlich macht mit dem Eiswasser, nicht ewig drin lassen. Wir brauchen hier eine Abgießvorrichtung. Dazu gehe ich jetzt hier zu meiner Spüle. Ist aber auch eine schöne Küche hier, meine Güte. So, ja, kaum so ein Minütchen, lasse ich es noch drin. Sieht super aus. Vielleicht willst du einmal in den Topf reinfahren, Freddy. Ich gehe noch ein bisschen zur Seite. Ja, da sieht man da schön, wunderbar, frischer Brokkoli. Michel, was hast du gesagt? Ich mache es ja jetzt schon rein, ne? Brauchst du jetzt erstmal noch mich? Das Nudelwasser verkocht zwar schon. Ich würde jetzt einfach noch dich bitten, meine Champignons mitzuhelfen, wenn du mit den Granatäpfeln durch bist, damit wir nämlich. Das geht nämlich alles ratzfatz. Sobald die Mise en place fertig ist mit den Pilzen, die ja auch jetzt nicht lange dauern, die halbe Stange Lauch, wenn ihr für 4 Personen kocht, ja, meine Menge hier ist wieder mit 400 Gramm Pilzen, das ist wieder für 4 Personen abgestimmt. Aber denkt daran, ich bin ja schon ein alter Mann, ihr solltet eigentlich, wenn ich über 4 Personen spreche, solltet ihr über 2 Personen sprechen, ne? Sportsfreunde. So. Warum kochen wir das Gericht? Michel? Weil es viel Kalorien und viel Eiweiß hat. Genau. Was denn zum Beispiel mit der Pasta? Was haben wir denn gerade schon festgestellt? Wenn man auf die Packung der rote Linsenpasta schaut. Ich habe jetzt schon drüber gesprochen. Hülsenfrüchte, Eiweißbomben, Proteinbomben. Wie viel Eiweiß hat denn eine 100 Gramm Portion? Was haben wir denn gerade ganz in unserer Freude festgestellt? 25 Gramm Eiweiß. 25 Gramm. Das heißt, wie viel sollte man davon essen eigentlich? Also portionstechnisch 300 Gramm, oder? Mindestens. Ja. Das wäre dann schon 75 Gramm Eiweiß, nur über die Spirelli, ne? Mhm. Das ist nicht so schlecht, oder? So, und was ist denn jetzt beispielsweise mit dem Mandelmus? Warum denn Mandelmus? Ja, es geht um vegan, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie Leute zu vegan.
Küche bekehren, sondern wir sehen das ja aus der Sportlerperspektive. Erinnerst du dich noch, was hinten auf dem Mandelmus drauf ist, was wir bei Weihnachten gekauft haben? 23 Gramm pro 100, 100 Gramm. Ja. Da nimmst du ja dann auch theoretisch zwischen 100 und 200 Gramm auf, ne? Also wir reden über eine Menge, nur über die Hülsenfrucht, Linsenpasta und über das Mandelmus reden wir über eine Menge von zwischen, ganz monatlich gesagt, 50 und 100 Gramm Eiweiß, oder? Das wird unserem Athletiktrainer sicherlich gefallen, ja? Dazu kommen ja auch noch Erbsen, also das ist alles ganz okay. Wer dann wieder möchte und auch ein tierisches Protein dazu will, könnte beispielsweise Spiegeleier passen dazu. Und man könnte natürlich auch Geflügelfleisch mit da verarbeiten. Das kann man ja auch nicht vegetarisch vegan lösen, überhaupt kein Problem. So, ich muss jetzt aufpassen, ich muss jetzt meinen Brocken lieber ganz schnell runternehmen. Habe ich mich hier verquatscht, ist aber jetzt auch nicht ganz so tragisch. So, abgießen und jetzt den etwas zu langen Kochprozess, weil ich mich hier festgequatscht habe, aber es ist kein Problem. Jetzt unterbreche ich den Kochprozess, indem ich den Brokkoli schnell im Eiswasser abschrecke. So, da bleibt er eine kurze Weile drin. Das ist super, das kannst du einfach zur Seite stellen, das ist gut, dann kannst du so ein bisschen da deinen Platz säubern. Ich mache mich jetzt an den Lauch. Komm alle mit, ist alles in Ordnung, gibt es Fragen? Michael, vielleicht kannst du ja mal den Chat überprüfen. Wer ist denn so im Chat? Hat da jemand eine Frage? Der Jonas ist im Chat. Jonas Groß? Ja. Der Jonas ist überall, das ist so ein... Hat geschrieben Chef Michael. Chef Michael, jawohl. Dann hat der Dave noch geschrieben, wo ist die Wasabi-Garnele? Die kommt erst noch. Da müssen wir den Tim Bauer einladen. Das übersteigt mein Know-how wahrscheinlich. Vicky Stärk geschrieben, vegan heute Jungs, ich bin begeistert. Oh, die Vicky, schöne Grüße. Vicky, unsere starke Frau bei der Praxis am Bremer Tor, bei Klaus Berling, einem unserer Teamärztin. Vicky, schöne Grüße. Und ich hoffe, du machst wieder mit. Ja. Nochmal vielen Dank für die Medical Check-Ups, die wir auch trotz Corona wieder bei euch machen durften. Sensationell gut. Und auch noch Stefan Freiwald hat geschrieben. Ah, Stefan, ja. Ja, gehen wir auch so und dann Champignons. Ja. Ja. Was macht ja nichts? Man nimmt das, was da ist. Ja? Überhaupt kein Problem. So, Benni, mein Brokkoli kurz abgeschreckt ist, ich den Kochprozess unterbrochen habe, damit die schöne grüne Farbe bleibt. Muss man nicht tun, ich wiederhole mich, den schütte ich jetzt auch direkt wieder ab. Und lasse ihn einfach jetzt erstmal wieder in den Topf. Und gerade stehen. So. Den stelle ich nun hier beiseite. Dann mache ich, Michael, wie sieht es bei dir aus? Also, Pilze sind bei mir jetzt schon in Scheibchen geschnitten. Ja? Die stehen bereit. Ich habe mich jetzt an den Lauch gemacht. Für meine Menge brauche ich eine halbe Stange Lauch. Den kann man jetzt in die Hälfte schneiden. Ich mag es ja immer ein bisschen größer. Ihr könnt ihn jetzt halbieren. Und dann runterschneiden. Ich lasse ihn jetzt in ganzen Ringen. Ich schneide mir hier dünne Ringe. Auch da gilt wieder... Ja, am besten nicht auf dem Boden, aber halb so wild, passiert mal. Da gilt jetzt wieder, dass ihr hier runterschneidet an eurer Kralle. Ich zeige jetzt mal die andere Variante einfach, also ich würde es gerne so lassen, aber ich zeige euch am Ende auch die Halbringe, wer es will. Ja, Porree, auch wunderbar. Ja, schön runterschneiden und da sind wir eigentlich auch schon mit der Mise en Place durch. Als Erbsen kann man natürlich auf Konservendosenerbsen zugreifen oder am besten eigentlich TK-Erbsen. Ich habe hier TK-Erbsen am Start, die natürlich ganz zum Schluss dann reinkommen. So. Interessant wird, wie wir die Soße halt herstellen, gleich mit dem Mandelmus und wir werden das Ganze abbinden mit Hefe, deswegen ist es ja vegan, weil zum Beispiel in der veganen Küche wird ja auf Organismus, jede Art von Lebewesen verzichtet. Und normale Hefe, wie wir sie kennen, sind ja sozusagen Organismen, deswegen wird auf die werden auf diese Flocken greifen wir zu. So. Deswegen ist zum Beispiel in der vegetarischen Küche auch Parmesan nicht möglich, wenn man die hart ist. So, hier ist mein Lauch, den lasse ich einfach hier liegen beiseite. Wunderbar. Also, ich kann es jetzt nochmal zeigen, hier habe ich versprochen, halte ich mich dran. Halbieren, wer es will, ne? Und dann kann man hier Halbringe schneiden. Ist aber wie ihr wollt. Ja?
So, Michael, wir können da eigentlich schon los. Du kannst jetzt mal die Pasta reinschmeißen, wenn das Salzwasser kocht. Ich stelle mal in der Zeit den Timer. 5 Minuten, ne? Ja. So, Achtung, wir machen mal 6. Ist mal der Steinzusatz. Den kennt man ja auch noch. Ne? Immer noch ein kleiner Löffel mehr. Etc. pp. So, klasse. Ich gehe mal hinter dir her, wenn du das machst. Wir haben jetzt hier, ja, 2 Pakete à 500 Gramm. Das sollt ihr mindestens machen. Ich guck mal, wer noch so im Chat ist. Ja, Stefan Freiwald sagt, das ist auch ein bisschen special, das gebe ich zu. Man könnte auch mit Soßenbinder arbeiten. Die Hefeflocken, das ist schon so ein bisschen special. Aber eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, wie gesagt, bei Rheinland etc. kriegt man das mittlerweile. Weil die Veganer sozusagen, oder die Anzahl von Veganern nicht häufig sind. So, bei uns läuft die Eieruhr. Michel hat jetzt schon bereits die Pasta reingepackt. Wo soll ich die packen? So, 6 Minuten, geht nach der Kampfrolle, unter der Spüle ist ein Mülleimer. Okay, ich fasse zusammen. Wir haben die Pilze in Scheiben geschnitten. Hallo? Ja. Frage. Ich habe keine Hefeflocken gebraucht. Ich habe nur, ich weiß nicht, ich habe aber noch Hefe. Geht das auch? Du musst das da machen, damit. Ja, kannst du versuchen, auch so ein bisschen reinbröseln, nicht viel. Du kannst aber auch gucken, ob ihr in der Küche Soßenbinder habt. Es geht ja darum, das damit abzubinden, verstehst du? Soßenbinder habe ich. Ja, dann nimm lieber Soßenbinder als Hefe. Okay? Nimm so die gleiche Menge, nimm die gleiche Menge an Soßenbinder, dann, wie gesagt, das ist okay in dem Fall. Ja, okay, danke. Oh, bitte. Ja, ich muss ja auch das Ganze machen. Ja. Michel hat ja mal gerade kurz, war ihm zu langweilig und hat jetzt ein bisschen mehr Wasser auf mich nehmen können, aber das ist nicht so schön. So, also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Pilze in Scheiben geschnitten. Wir haben den Brokkoli blanchiert in Salzwasser, der steht hier bereit, haben in kleine Röschen geschnitten. Wir haben jetzt den Lauch in Ringe oder Halbringe geschnitten, je nach Lust und Laune. Wir werden das jetzt natürlich zusammenbringen. Wir werden jetzt Olivenöl in die Pfanne geben hier. So. Ja, einen guten Schuss. So. Jetzt werde ich die Pfanne natürlich erhitzen. Herd an. So. Da ist er. Bumm. Und jetzt werden wir gleich die Pilze. Die Pilze hast du schon geschnitten, ne? Genau, die Pilze habe ich schon fertig. Die Pilze werden wir gleich mit Laub anbraten und dann werden wir eine Soße herstellen aus dem Mandelmus mit Brühe oder vielleicht auch einfach schon fertigen Gemüsefond, kann man auch machen. Ich habe mir mal wirklich Gemüsebrühe, weil irgendwie hatte ich Bock drauf, das ein bisschen einfach zu halten. Ja. Und ja, wunderbar, da haben wir dann halt die richtigen Mengen. Ich schaue nochmal hier auf den Rechner. Ich habe mir das vorgenommen, Freddy hat ja immer gemeckert im letzten Jahr, ich habe immer zu wenig drauf geguckt, also bin ich dieses Mal öfter am Start. Ja, wir brauchen gleich auf ca. 350 ml Wasser, wenn ihr euch an die Portionen haltet, die ich vorgeschlagen habe, brauchen wir einen Teelöffel von beispielsweise klarer Suppe oder ihr habt vielleicht einen Suppenwürfel oder ihr habt einfach schon fertige Brühe, ist ja auch kein Problem. Ich wollte mal was anders machen. Hier, so einen schönen Teelöffel einfach in Wasser rein. Das ist warmes Wasser aus dem Hahn. Schon mal vorbereiten. So mein Olivenöl. Mein Olivenöl erhitzt sich gerade hier. Wunderbar. Ich traue mir noch mal eine Stufe härter zu. War das Farbe nicht oder nee? Ne? Nee, ich meine, da war nichts. Ich glaube, wähle ich mir das nochmal ein. Ja. Kein Problem. So, klasse. Aber die sind auch fertig. So, wenn das Zeug erhitzt ist, dann einfach die Pilze in das Olivenöl geben. Oh, ich kann ein bisschen mehr Bums hier reinbringen. So, Pilze mit dem Olivenöl braten, bis sie goldbraun sind. Ja, nicht zu sehr, die geben jetzt erstmal ein bisschen Wasser ab. Und dann braten sie an. Ne? So, ich kann hier schon mal die Brühe zur Seite stellen. Später brauchen wir dann die Hefe, die wir einfach dazugeben. Ja, alles kein Problem. Und dann ist es eigentlich schon gewesen. Also es ist wirklich zum Start, dachte ich mir, machen wir mal was Leckeres, was aber wirklich simpel ist, dass alle wieder reinkommen. Ja, und das ist doch eine gute Sache. Und es ist halt, wie gesagt, auch mit unserem Label absolut sportgerecht.
wir bei uns das Allerwichtigste. So, wenn die Nudeln gleich fertig sind, dann, genau, dann kippst du das ab und fängst daran, dass du ein bisschen Nudelwasser zurückhältst. Hier, kannst du diese Schale nehmen, ja? Okay, oder die. Nimm bitte ein bisschen Nudelwasser aufbewahren, damit wir später die Soße, wenn sie etwas dick wird, ein bisschen dünner wieder hinkriegen. Ja? Das ist ja so, haben wir schon ein paar Pasta richtig gemacht. Okay? So. Kelle ungefähr, nicht ganz so viel. Der Trick ist, du kippst erstmal aus dem Topf da ein bisschen rein oder du kennst den, du machst es so. Ja? Stell das so übereinander oder ihr könnt mit der Schöpfkelle auch, kannst du auch was abschöpfen, das ist alles überhaupt kein Problem hier. Kannst du auch mit der Schöpfkelle machen, wie ihr wollt. So, meine Pilze sind jetzt gerade. Fangen gerade an zu braten. Wir haben 400 Gramm, in dem Fall Champignons. So. Wunderbar. Den Lauch muss man nur kurz auch mit braten. Ja, das ist kein Problem. So, für meine Menge brauchen wir dann, wir haben einen Teelöffel Gemüsebrühe jetzt hier auf 350 ml Wasser. Wir brauchen dann einen Esslöffel von den Hefeflocken, das reicht vollkommen aus. Und dann brauchen wir so ungefähr 2 bis 3 Esslöffel von dem Mandelmus. Ja? Mandelmus. Haben wir schon fertig, ne? Bitte? Die Nudeln? Ja, dann kriegst du noch ab, ist doch kein Problem. Das ist ja ahead of time. So, es brät an. Goldbraun ist das Ziel. Ja, wir haben das Gericht schon mal gekocht. Nicht hier im Kitchen Club, sondern inoffiziell. Wir haben in den Ferien mal trainiert. Da war ein Spieler von mir, der Noah, aus der JBL, der mochte partout keine Pilze. Ich habe gesagt, jammer nicht rum, erweitert deinen Horizont. Dann habe ich dieses Gericht gemacht und seitdem ist da Pilze und ist da begeistert. Und ist vor allem auch gerade mit am Start und kocht von zu Hause. Das finde ich super. Dafür ist das hier da, dass ihr euren Horizont erweitern könnt. Ja, dass ihr euch was traut. Ja, und dass ihr vor allem jetzt die Zeit nutzt, einfach auch mal vielleicht selber zu kochen. So kocht doch mal eure Eltern oder eure älteren Geschwister. Dadurch lernt man nicht nur kochen, sondern auch in Bezug zu Lebensmitteln etc. etc. Das ist die Idee vom Rastafleck. Ja, so, die Pilze fangen an, mir schon sehr gut zu gefallen. Zeit, den Lauch dazu zu geben. Den schmeiße ich einfach da rein. Hier, jetzt habe ich da gerade so ein Stück abgeschnitten, das mache ich jetzt auch noch zu Ende hier. Wollen wir nicht wegschmeißen. Beispielsweise die andere Hälfte vom Lauch, die fliegt ja nicht mal nie weg. Damit kann ich mir eine Suppe machen, damit kann ich weiterarbeiten. Morgen, übermorgen, der hält sich. Also nicht wegschmeißen, um Gottes Willen. Also soll ich das zurück in den Topf geben oder soll ich das? Ja, die machst du jetzt zurück in den Topf, die abgekippten Nudeln. Okay. Und dann machst du da 2 Esslöffel Weißweinessig und ein bisschen Olivenöl drauf, okay? Damit die nicht zusammenklappen, ja, und so ein bisschen noch Säure auch dran kommt, okay? Also machst du 4 Esslöffel Wasser. Da stellst du bereit. Mach 4 Esslöffel Olivenöl ungefähr und dann machst du 2 Esslöffel Weißweinessig. Hast du die Brühe gemacht? Wie bitte? Die steht noch bereit. Die Brühe wird gleich, wenn die Pilze goldbraun sind, wenn sie mir gefallen. Ja, jetzt habe ich den Lauch zugegeben. Gleich gieße ich die Brühe rein, dann gebe ich die Hefeflocken dazu und dann kommt das Mandelmus rein. Dann wird noch mit Pfeffer und Salz gearbeitet. Das könnt ihr auch jetzt schon ein bisschen machen. Ja? Und dann sind wir schon fertig, mein Lauch ist kalt. Ja, heute eine schnelle Nummer. Zum Start. Ja, so. Okay. Ja, hier, ich packe jetzt hier ein bisschen Fleur de Sel. Wenn du Fleur de Sel kann man auch jedes andere Salz nehmen. Meersalz, Notsalz, vollkommen. Meine Wurst. Salze jetzt hier gerade, so. Das wollen wir alle sehen, dass es so machen. Das ist diese eine Spinner, der dieses Loch. Ganz schrecklich. Hallo, soll ich hier das irgendwie rein? Hier bitte? Ja, du kannst. Ja, wenn ihr euch nicht traut zu gießen, dann macht es wie Michel und macht das mit dem Löffel. Ich kann auch gießen, aber. Michel, wie war das nochmal mit dem Lauch? Ja. Was darf ich noch sagen? Ich habe eigentlich gesagt, der Lauch schneidet heute den Lauch. Ja. Ja, ich war nicht der Lauch, ne? Aber ich kann es nicht ersparen. Du hast ihn aber geschnitten.
weil ich Amazon bin, weil immer das Wort Lord benutzt, den ganzen Tag inflationär 20 Mal im Wort. So, Pfeffer, Salz ist drin. Ihr seht, die Pilze geben jetzt natürlich Wasser ab. Ja? Und ich warte jetzt so lange, bis dieses Wasser verkocht ist, damit nochmal ein Bratprozess einleitet, damit die dann wirklich goldbraun werden. Und dann gieße ich drüber. Ne? Ihr seht das da. Da ist noch ein bisschen Wasser, das ist gerade verkocht. Auf diesen erneuten Bratprozess, der dann einsetzt, warte ich. Röstaromen etc. Hier ist noch ein bisschen Brokkoli, da nichts verschenken. So, du hast jetzt die Nudeln, hast du mal umgerührt. Hast du ein bisschen umgerührt mit dem Löffel, nimm noch den hier oder den, ist egal. Super, dann rühr das mal richtig durch. Michel, stell dich doch mal ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier? Ich muss ein bisschen lauter sprechen, wir haben eine Maske auf, ne? Und ja. Das Mikro ist nicht das Beste. Ich bin Freundgard in der U14 und in der JWL und in der U16. Ich spiele bei Wasser seit 3 Jahren. Ich bin angefangen bei dem Schulturnier. Und ja, was soll ich noch sagen? Was du möchtest, wonach dir der Sinn steht. Ja, ist ja schon mal viel Information. Ja. Warum hast du mit Wasser angefangen? Warum? Ich habe warum gefragt. Ja, ich habe gefragt, warum. Ja. Weil ich das in der Grundschule habe ich auch mit meinem Freund Basketball gespielt. So. Und dann war ich in der Schule AG und dann hast du angefangen. Wie viel Esslöffel? Zwei. Wenn du 4 Esslöffel Olivenöl gemacht hast, immer ein Teil des 2:1. 2 Teile Öl, ein Teil Essig. Das ist auch bei Salatdressing so, könnt ihr euch merken. Ist kein Problem. So. Das sieht jetzt hier bei mir gut aus. Ich habe jetzt hier diese goldbraune Farbe, die ich gerne hätte. Ihr seht, es bildet sich am Boden Röstaromen. Das Wasser ist weitestgehend verkocht. So, dann ist noch ein ganz kleines bisschen, das ist so ein bisschen Shishi, mache ich noch ein bisschen ganz wenig Gemüse drüber, einfach so da rein. Ganz wenig noch. So, jetzt habe ich hier mein Wasser parat. Das sind in dem Fall 350 ml Wasser mit einem Teelöffel Gemüsebrühe. Sozusagen als Soßengrundlage. So, das koche ich jetzt direkt am Ende auf. Jetzt nehme ich Ihnen hier meinen. Warte, ich habe noch mal geguckt hier. Ich habe immer Angst, dass die Leute hier so irgendwie zu schnell sind, weil das heute eine schnelle Nummer ist. Deswegen muss man ein bisschen. So, alles gut. Ich irre mich gar nicht. Ein paar Minuten. So, ein Esslöffel von den, nicht zu viel, von den Hefeflocken, das bindet schon wie so ein Soßenbinder stark, nimmt die gleiche Menge an Soßenbinder, wenn ihr das partout nicht finden konntet. So, riecht man auch gleich, dass es Hefe ist. Wunderbar, da rein und zu guter Letzt, natürlich einmal kurz ein bisschen rühren. So, und zu guter Letzt binden wir jetzt noch diese Soße natürlich mit dem Mandelmus ab, dann kommt unser Brokkoli wieder ins Spiel. Aber relativ zum Schluss, weil er ja schon fertig gegart ist. So, habe ich jetzt hier das Mandelmus hingestellt. Da. Ja, da können wir so zwischen jetzt für meine Menge 2 und 3 Esslöffel nehmen. Tut sich noch was im Chat, Michael? Genau, wir müssen gucken. Ja. Also, du hast den Leuten gerade erklärt, ich mache so 3 bis 4 Esslöffel von Mandelmus da rein. Mandelmus ist ein ganz tolles. Der Eva hat noch geschrieben, sieht gut aus. Ja. Die Köche oder das Essen? Beides. So, 3. Und weil es so schön ist, 4. Ah, das ist doch der Steineffekt. So, jetzt stelle ich es ein bisschen runter. Das muss jetzt gar nicht mehr so aggressiv kochen. Mittlere Hitzestufe. Weil wir jetzt natürlich eigentlich nur noch die Soße abbinden hier. Diese wunderbare. Und das, ja, das sieht wirklich gut aus. So, jetzt macht hoffentlich machen die Hefeflocken ihren Job. Das Mandelmus. So, wir was kochen. Ist mit den Granatapfel? Das kommt ganz zum Schluss drauf. Das ist sozusagen Topping. Das ist. Was soll ich als nächstes? Darauf warten, dass wir hier mit der Pfanne fertig sind, weil das nämlich dann bedeutet, dass wir das köchelt jetzt noch und jetzt bindet sich die Soße. Wenn ihr merkt, ja, es tut sich nichts, dann noch ein bisschen Hefeflocken nachgeben, aber nicht zu viel. Das geht dann auf einmal ratzfatz. Ja? Ihr werdet das gleich sehen. Ich koche das jetzt hier ein. Das geht jetzt ratzfatz da. Man sieht schon,
Hier, schaut mal, ne? Das wird jetzt langsam dickflüssig. Das soll ja nicht irgendwie Erdnussbutter mit Gemüse werden, sondern das soll ja, am Ende ist es noch eine Soße. Genau. So, jetzt habt ihr noch den Brokkoli und die Erbsen bereit. Die TK-Erbsen können wir jetzt ins Spiel bringen. Ja, die TK-Erbsen können wir jetzt ins Spiel bringen. So, ich mache das jetzt mal hier nach Augenmaß, so ungefähr. Was haben wir da für Anschlag? Warte mal. Was haben wir da für Anschlag? Ich glaube, so irgendwie um die 150 Gramm. So. Ich habe das schon so oft gemacht, ich mache das einfach immer nur nach Augenmaß mittlerweile. Also man kann ja auch erkennen, wie viel Erbsen man da drin haben möchte. Das kann ganz ehrlich, und schaut mal jetzt, wie die Soße schon gebunden ist. Ne? Wahnsinn. So, ich kann das jetzt ein bisschen runterstellen. Wir brauchen keinen Garkochprozess mehr. Die Soße, schaut mal, ist bei mir jetzt hier schon eine dicke Paste. Sollte das zu dick werden, keine Panik kriegen, ist bei Pastasoßen immer so, deswegen muss man unbedingt immer Pastawasser zur Seite stellen, damit man das korrigieren kann. So, hier, jetzt noch ein bisschen Wasser durch den Brokkoli auch noch dazu. Den ich jetzt dazu gebe. Die Erbsen haben wir ja 5,7 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Ja, aber wir haben ja, glaube ich, an Eiweiß jetzt genug, ne? Über das Mandelmus, die Spirellis und so weiter. So, den Brokkoli jetzt quasi nochmal aufwärmen. Der muss ja nicht mehr garen, wenn ihr das vorher mir gleich getan habt. So, hättet ihr jetzt TK-Brokkoli verwendet, dann hätte ich euch empfohlen, den so wie die Erbsen reinzugeben, ein bisschen eher vielleicht. So, jetzt haben wir mich schon mal hier, um die Soße wieder ein bisschen zu verflüssigen. Konter ich jetzt mit ein bisschen Pastawasser. So, ja. Und dann, Freunde, des gepflegten Basketballsports und des guten Geschmacks, sind wir schon fertig. Und was ist die Grundregel bei Pasta? Wer weiß es noch? Wer weiß es noch? Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Genau, erstmal da oder hier, einer kann sich bei Teams melden. Die Pasta und die Soße, wie war das noch? Die Soße wartet auf die Pasta. Ja? So, jetzt haben wir hier deine Pasta. Ihr könnt jetzt zwei Dinge der Anrichte machen. Ihr könnt jetzt einfach sagen, ihr legt das erst auf den Teller, das finde ich aber nicht so schön. Ja, wir werden jetzt hier die Spirelli in die Soße geben, damit die Spirelli auch nochmal mit der Soße binden. Weil wir natürlich Öl benutzt haben und damit schon ein bisschen das verhindert haben. Aber ihr seht, komm, was soll der ganze Geiz? Ich kipp das da rein. Kannst auch ein bisschen umrühren. Da hast du vollkommen recht, das machen wir jetzt auch. So, ich kann jetzt hier sozusagen den Herd ausstellen. Und jetzt sorge ich dafür, dass sich das Ganze wunderbar vermengt. So, du kannst mal hier weiter vermengen. Ich werde mal hier ein bisschen mich um die Petersilie kümmern, die ihr selbstverständlich einfach oben drauf schneiden könnt. Ja, das ist natürlich der letzte Schritt, Petersilie. Auch das, wer jetzt keine Petersilie hat, davon hängt das Gericht nicht in erster Linie ab. Ich möchte, dass du es auch einmal abschmeckst, Michael. Ja, nimm mal einen Löffel und sag mir, ob genug Salz, genug Pfeffer. Das, ja, das gehört ja dazu, ne? Du bist ja Sous-Chef. Ja. Esslöffel sind hier. So, einfach Petersilie grob packen. Ja, hier gar nicht mal so klein. Das ist mir in diesem Fall schon genug. Und was sagst du? Schmeckt sehr gut. Heißt genug Salz, genug Pfeffer. Mhm. Wunderbar. Echt gut. Das freut mich sehr. So, ja, ich gehe erstmal nicht wieder rein wegen. Wie immer im Kitchen Club, das ist ja so ein bisschen zur Tradition geworden, da ich euch ja nicht sehe, eure Küchen leider nicht sehe, bin ich natürlich immer gespannt wie Bolle auf eure Fotos. Bitte schickt uns über WhatsApp, über Facebook, über Instagram mit der Verlinkung Young Raster Dragons, unserem Instagram-Kanal, bitte schickt uns Fotos. Schickt über Microsoft Teams Fotos, ja? Ihr in der JBWL-Gruppe, schickt mir, was ihr gemacht habt, das interessiert mich. Wir küren auch immer den besten Teller. Und wir machen das diesmal so, dass wir wirklich auf ein Kochbuch hinarbeiten. Das soll dann um Weihnachten rum. Ein Kochbuch mit den besten Gerichten aus Staffel 1 und aus der jetzigen Staffel 2 geben. Und die schönsten Fotos der Gerichte, die werden wir auch da berücksichtigen. Also schreibt uns Feedback, wir werden es schon anrichten. Ich hole mal eben zwei Teller. Alle, die Instagram haben, in das Bild in die Story packen und Jan Lasser Ranks markieren. Das weiß er dann wieder, ne? Der Jungstrunk. Ja. Ich kennst du dich von Destiny mit auf. Na klar. Was hast du nochmal gesagt? Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Was hast du gesagt? Ich hoffe, die Leute liken alle meinen Account.
Was? Ja, ja. Fame. Ruhm hier. An meiner Seite. Naja, so ist es wahrscheinlich. So, das ist schon das Plating hier. Ja, eine ordentliche Portion. So, das machen wir natürlich noch ein bisschen fotogerechter. So, jetzt müssen wir einmal zur Seite gehen. Jetzt machen wir ein bisschen Petersilie oben drauf. Und jetzt kommt der Granatapfel vom Herrn Schillmüller ins Spiel. So, in diesen dunklen, traurigen, tristen Zeiten ist das nicht, da dachte ich mir, ist das nicht ein schönes, farbenfrohes Gericht? Schaut euch das an. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So. Das ist unser Einstieg in die Staffel 2 unseres Positive Vibration Kitchen Club. Ja? Mikkel, du machst die Abmoderation. Hier, komm, du sagst nochmal, was wir gekocht haben. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich möchte an dieser Stelle noch eine Sache sagen, die ich nicht vergessen will. Eigentlich war der Paul Dürfeld heute eingeladen. Der kann aber leider nicht, weil er sich in Quarantäne befindet. Alles Gute, Paul, bleib gesund oder werd wieder gesund. Und das holen wir auf jeden Fall nach. Ne? Das sind leider in diesen Zeiten Normalzustände, in Anführungsstrichen. Kann man nichts machen. Aber Paul hat in der ersten Staffel alles mitgekocht, weil er sehr interessiert, deswegen habe ich ihn eingeladen. Kein Problem, mach dir keinen Kopf. Ist halb so wild. Du hast bestimmt zu Hause mit deinem Bruder nachgekocht. Alles gut. So, ey, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Heute ein einfacher Start. Wie sieht's aus bei Microsoft Teams? Alle schon am Essen oder was? Zeigt mal hier, macht mal die Kamera an und zeigt mal eure Kreation. Schau mal hier, Michael, du musst noch ein bisschen auf. Ja. Ah, wir haben die Maske auf. So, das sieht gut aus bei Jesse, stark Jesse. Das sieht wie immer gut aus bei dir. Was haben wir da Schönes? Jonas, wunderbar. Emil, wie sieht's aus? Ich hoffe, ihr kocht alle für eure Eltern und die sitzen auf dem Sofa die ganze Zeit. Ne? So ist das ja gedacht. Ja, klasse. Ach so. Karl hat die Soße gebunden bei dir. Ja, klasse. So. Was sollen wir mit den Granatäpfeln machen? Ich habe die gleich vergessen. Oben drauf. Nee, hast du nicht. Wenn du den Teller angerichtet hast, wir zeigen es nochmal einfach oben drauf. Das ist das letzte Topping, so wie die Petersilie. Karl, hat das geklappt mit dem Binder? Ja, ne? So, du machst die Abmoderation. Ja, das war unser heutiger Kitchen Club. Ich hoffe, es schmeckt euch. Ja. Das war's schon, meine Güte. Na gut, also, wir sind jetzt im Januar. Jeden Mittwoch am Start, also noch weitere 3 Folgen. Ich habe wunderbare, interessante Gäste, unter anderem Ernährungsberatung durch die AOK, unseren Partner hier. Ja, wir haben Bastian Schnabe zu Gast am nächsten Mittwoch vom Lernheim. Ja, das Lernheim arbeitet mit uns im zweiten Jahr zusammen, was das Thema Schule, Hausaufgaben, Klausurvorbereitung, Betreuung angeht. Auch ganz spannend, der stellt mal vor, was er so macht. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut und mitgemacht haben. Wie gesagt, das Ganze gibt es auch an die Hand, wie immer. Wir sind Mittwoch da für euch und ja, macht mit und schickt uns Feedback und Fotos. Ich sage erstmal schönen Abend, guten Appetit und tschüss.